Damit wieder ein recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen kleinen Spiel. Und zwar spielen wir heute Karma. Und wir gucken mal, was Karma so mit sich bringt. Karma ist manchmal auch eine Bitch. Wir schauen mal rein. Disclaimer: The game contains disturbing thematics and scenes. Viewer discretion is advised. Ich bin langsam im Vorlesen. Bitte mach sowas länger. Wo sind wir denn hängen geblieben? Also wo stehen wir denn jetzt schon wieder auf? Das sah jetzt nicht aus wie unser Bett. Was? Auf Klo? Ich würde sagen, das ist ein Klo. Wo ist denn hier zum Sauermachen? Also, mach mal hier die Spur weg. Die Bremsspur und so. Okay. Mal gucken, was ist das hier? Warte mal. Ist das Küche, Klo, alles in einem? Also hier zum... Warum ist hier ein... Hier ist die Toilette. Hier ist eine Spüle. Hier sind Kochutensilien? Das ist, keine Ahnung, was das ist. Müllschlucker? I don't know. Hier hast du ja nochmal ein Waschbecken. Was wahrscheinlich eher zum Klo gehört als zur Küche. Okay, Kühlschrank. Nett, nett. Good evening. On tonight's news. A woman and a 3-year-old boy were found lying motionless at the foot of Burdock North Avenue 4, Block 99. Police found bloody writings written on the wall of the victim's home. They are currently following up the incident with the victim's kin. At the moment the police classified the incident as suicide and suspect no foul play was involved. Okay. Können wir hier irgendwie raus? Nein? Haben wir hier noch irgendwas Schönes zum Lesen? The Trivial Times? Ja, können wir aber leider nicht richtig lesen. Ein Telefon! Okay. Ja, so eine Gebetsecke, sage ich jetzt mal, vielleicht? Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich kenne mich da leider nicht so gut aus. Eine dicke Stereoanlage. Nice. Okay. Was ist jetzt unsere To-Do? Es ist 18.30 Uhr. Nein, nicht ganz. Es ist 18.43 Uhr. Okay. Da lag doch jetzt ein Schlüssel. Was ist jetzt aufgegangen? Also seit wann nehme ich einen Schlüssel auf und es gehen automatisch Türen auf? Okay. Wer bist du denn? Das ist... Warte mal. Soll das meine Tochter darstellen? Dieses Geräusch. Was bist du? Okay. Hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Mach mal. Was hat sie denn gespielt hier? Kann ich mich ducken? Geht das? Was ist das für ein Spiel? Weiß ich nicht. Sieht aber spannend aus. Was ist das für ein Loch? Was passiert? Lol, ich dachte jetzt... Klar, wir gehen einfach durch irgendwelche Löcher in den Wänden. Warte mal. Bin ich jetzt im selben... Nee. Oder? Bin ich jetzt in so einer Parallelwelt? Oder bin ich beim Nachbarn? Hallo? Ich würde sagen, ich bin in einer Parallelwelt. So, à la Silent Hill. In so einer Spiegelwelt oder sowas. Wobei, nicht richtig. Aber vielleicht, naja, nicht komplett. Aber wir gucken mal, was wir hier so Schönes finden. Was? Time between both realities must match.
Okay, wir sind wirklich in einer anderen Realität. Und was für eine Zeit? Ist jetzt die Frage. Warte mal, wir hatten vorhin hier eine Uhr. Die hat uns, bei uns in der Zeit war es ja 18 Uhr. Alter, erschreckt mich doch mal. 18 Uhr 30. Not matching between both worlds. Don't worry, with Seiko's brand new flip clock, you can quickly change the time to match without the hassle of turning the dial pad. Up next, local news update. Recently, we got a mother and a boy who committed suicide in the east of Singapore. Truly a tragic event. While police investigations are ongoing, I have received tidbits of information from the residents living in the area. Apparently, the father of the family is having affairs behind the mother's back. After the affair is found out, the disgusting father chooses to blame the mother for having ugly looks and a money sucker that causes him to find a mistress to sate his sexual affection. What's worse is that this animal bring his mistress and have another child in the same exact house of the mother's suicide in. I have never seen such a low-class animal in my... Bitte was? Okay, ich gehe jetzt mal nicht weiter darauf ein. Das war ziemlich krank. Es ist hier 4 Uhr PM, also 16 Uhr. Und ich kann die Uhrzeit hier nicht stellen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich wieder zurück. Also, ich hoffe, ich kann wieder zurück. Auch wenn ich nichts sehe. Okay, hier geht's raus, ne? Okay. Man muss die da drüben auf 16 Uhr stellen. Okay. Du. Die Funktion eines Bettes ist, man legt sich auf das Bett. Nicht unter das Bett. Also, kann man machen? Bequemer ist aber auf dem Bett. Okay. So wie du willst, Mäuschen, ne? Machst du schon irgendwie. So, kann ich jetzt hier irgendwie... Ich kann die Uhrzeit stellen. Okay, 16 Uhr. Damit wir die Uhrzeit quasi matchen. Weil wir haben auf der anderen Seite hatten wir 4 Uhr... Das war 16 Uhr, ne? 4 Uhr PM ist 16 Uhr. Ja. So, und was passiert jetzt? Also passiert jetzt hier was? Oder muss ich dafür... in die Parallelwelt. Wieder zurück. Warst du nicht gerade unter dem Bett? Also wenn du meine Tochter bist, du kannst ruhig reinkommen in die Wohnung, ne? Du musst dich jetzt nicht vor mir verstecken oder so. Hallo? Ich kann auch nicht raus. Hallo? Okay. Aber sei pünktlich wieder zu Hause, ne? Also nicht zu spät kommen. Ich kann mich aber auch nicht ducken, ob die jetzt... Ist die jetzt wirklich da unten weg? Ich sag jetzt mal ja. Aber ich kann mich auch nicht umdrehen. Okay, ist jetzt hier irgendwas anders? Also außer, dass wir jetzt, wie gesagt, hier in... Okay. Mäuschen? Alles cool bei dir? Ist das ein neuer Tanz? Ist das so... in eurer Jugend? Macht das Sinn? Okay, okay, okay. Ich lass dir deinen Freiraum. Mach. Tob dich aus. Was ist jetzt hier? Emergency Number. Dial 999. So, es ist jetzt wirklich... Also muss ich jetzt die 999 wählen? Oder weil halt... Paralleluniversum... Muss ich das jetzt umdrehen? Dann ist es 666. Dann rufen wir mal 999 an. Mit dem Telefon, was wir nicht haben. Immer sie jetzt dafür wieder zurück? Ja, ernst?
gehen wir wieder zurück. Weil wir haben ja hier kein Telefon. Oh Gott. Auf jeden Fall ist sie nicht mehr unter dem Bett. So viel schon mal sicher. Sie ist ja zu ihren Freundinnen gegangen. Um... weiß ich nicht. Also ist sie wirklich... Kann ich hier einfach rein? Nee, ne? Bevor ich jetzt hier die Nummer wähle, gucken wir uns erstmal vorher nochmal ganz kurz um. Ist unsere Tochter zufällig hier? Nein. Versteckt sie sich wieder irgendwo? Auch nicht. Gut. Wir haben es noch 16 Uhr. Dann rufen wir doch mal unsere Hotline an. Hello, this is 999 Police Service. Was hat sich jetzt hier aufgeschlossen? Ey, das war aber auch so ein... 666 macht nichts, okay. Das war jetzt aber auch gerade so ein Internet-Call von früher. Gott, bis auf das Geschrei. Aber wo ist denn jetzt hier eine Tür aufgegangen? Aber wir gucken uns erstmal hier um. Weil, also, hören wir die Türen, wenn die aufgehen, aus der Anderswelt? Also aus dem Paralleluniversum? Oder wie man das auch immer betiteln möchte? Oder kann ich jetzt hier raus? Warte mal, oder geht die Tür jetzt hier auf? Nein. Geht zufällig jetzt die Tür hier auf? Nein. Cool. Na dann gehen wir doch mal wieder in die andere Ebene. Um zu schauen, ob da was aufgegangen ist. Oder sich öffnen lässt. Okay. Irgendwie haben wir einen Wasserschaden? Nimm doch die Konsole aus dem Wasser. Die gute Konsole. Wo kommt denn jetzt das Wasser her? Hallo? Okay, die Tür ist auf jeden Fall offen. Also aufgegangen. Ich würde aber trotzdem erstmal gerne wissen, von wo das Wasser kommt. Das ist nicht gut. Aber ist ja die Parallelwelt. Interessiert uns ja nicht. Ist ja überall woanders. Affix? Was? Affix the Agua to restore your house and karma. Was? Soll ich das jetzt nehmen? Okay. Okay. So, und was soll ich jetzt damit machen? Was ist denn Bagua? To restore your house and karma. Muss ich das jetzt irgendwo platzieren? Oh, wahrscheinlich wieder in einer anderen Welt, ne? Jetzt nicht unbedingt hier. Was haben wir denn eigentlich überhaupt drin in dem Zimmer? Das ist doch mein Schlafzimmer. Warum ist das schön zwei Squash-Schläger? Was haben wir hier? Kann ich nicht nehmen? Okay. Na, dann gehen wir doch mal in die normale Welt. In der Hoffnung, dass wir keinen Wasserschaden haben. Die gute Konsole. Gute Nintendo-Konsole. Okay. Also wir haben hier zumindest keinen Wasserschaden, aber wir haben jetzt Teddys an den Wänden. Und unsere Tochter macht wieder ihren Dance-Move. Und teleportiert sich dabei. Da ist ja mal... What the fuck? Okay, warte mal. Wir stellen uns mal kurz hier hinten in die Ecke. Sag mal, was stimmt mit dir nicht? Okay, wo muss ich das jetzt hinlegen, das, was ich geholt habe, damit ich besseres Karma kriege? Muss ich das auf diesen Tempel da packen? Und darf die mich anfassen? Oder soll ich ihr aus dem Weg gehen?
Soll ich das hier reinpacken? Ich komme jetzt in mein Zimmer rein. Mach die Tür zu. Mach doch die Tür zu. Okay. Was passiert? Okay. Jetzt habe ich wieder gutes Karma? Weil ich ein Amulett in meinen Koffer gepackt habe? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Aber cool. So, war das unsere nächste To-Do? Oder war das jetzt unsere To-Do wegen Karma? Ich meine, wir können ja nochmal gucken auf der Parallelwelt, ob sich da jetzt was getan hat. Weil unsere Tochter, es scheint ja jetzt wieder weg zu sein. Ich kann nicht mehr zurück. Okay. Also wird ja dafür sprechen, dass wir wieder gutes Karma haben, ne? Wenn wir nicht zurückkommen. Können wir denn hier jetzt noch jemanden wählen, anrufen? Nein. Irgendwas anderes? Kann ich raus? Oh, warte mal, die Tür. Die ist ja offen. Das war's? Okay. Karma. Das war das Spiel. Wer das Spiel verstanden hat, kannst uns gerne mal in den Kommentaren reinschreiben. Ich hab's nicht verstanden. Sorry. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne das wissen mit einem Like. Und wir sehen uns einfach beim nächsten kleinen Minigame. Dann sage ich erstmal, eingehauen.